So, Freunde. Oh Mann, der Junge hat echt ein Problem. Der macht das nur für den Vibe, der liest die Teile einfach gar nicht. Die Sammlung ist erweitert worden. Und ihr dürft raten, mit welchem Heft. Wenn ihr aktive Zuschauer seid, dann wisst ihr das. Ich weiß es nicht mal. Siehst du? Ich Verdammt. Weiß es nämlich auch nicht. Ich glaube, das hier. Ich glaube auch. Passt beiseite, Mensch. Endlich mal hast du eins mit Rocky vorne drauf. Alles erreicht dieses Jahr. Ihn live gesehen. Ein Heft mit ihm. Ein Heft mit ihm. Seine Schuhe nachgekauft. Ich habe mir jetzt dieses Heft hier geholt. Auch auf einer deutschen Seite. Er hat sich ein Heft gekauft. Genau, Freunde. Wir das können ja mal kurz auch. Reinblättern. Kurz schauen, was da drin so steckt. Einfach wieder alles Werbung. Aber wenigstens coole Werbung, weißt du? Darum geht's ja am Ende. Goat. Das ist doch mal. Pallister sehe ich mich. Pallister Skateboards. Weißt du, wer er ist? Der von dieser Netflix-Serie. Genau. Von dieser Netflix-Serie. Ich hab wieder vergessen, wie er heißt. Warum sind das keine Tubbies? Hätten auch Tubbies sein können, dann wäre mehr Fashion gewesen. Aber wenigstens ein gelber Pallister-Pullover. Jetzt kommen wir zur wichtigen Seite, Mann. Endlich geht's los. Rocky Landing. Seht ihr, wie er landet? Auf seinem Flugzeug. With the world's flies baby in the works along with a new album. Fokussier mal, dann könnt ihr Pause drücken und das durchlesen. Lest es euch durch, Freunde. Der hat das sympathischste Lächeln, nicht Rocky? Ja, weiß Rocky nicht. Sieht aus wie ein strahlt er schon sehr. Aber der im Hintergrund zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Charmant, arrogant. Den Blick hast du auch drauf. Babushka Boy. Alarm ASAP auf dem Bauch tätowiert. Alle sein Tattoo. Das war's auch schon, meine Freunde. Ja, das schon wieder. Das reicht dann auch schon wieder, Freunde. Falls ihr Interesse am Heft habt, dann verlinke ich euch das nicht. Ich würde die einen Knopf höher und dann auch auf der Höhe wie der unterste cutten, also da. Weil eigentlich ist sie ganz cool, aber so lang ist die gar nicht. Die wirkt länger, wenn du sie einfach nur hinhältst. Ja, ich hatte ja überlegt, die Tasche mitzuschneiden für den Look einfach nur. Ja, kannst du ja machen und dann einfach abnähen unten. Ich will sie auf der Länge haben. Oh Mann, Alter. So safe, halt an den Ärmeln sitzt der echt nicht schlecht. Mir stört halt, dass ich das hier damals falsch gemacht habe. Ja, einfach Löcher drin sind. Die Löcher drin sind. Deshalb habe ich überlegt, bis zu den Löchern abzuschneiden. Wäre halt übertrieben cropped. Ja. Ja, aber ich blende mal ein Filter ein, was mich in letzter Zeit so inspiriert hat. Wieder mal ASAP Rocky. Wie immer eigentlich. Falt das Ding um. Mach da von mir aus nur Seile oder so rein, damit du es aussuchen kannst, wie eng du es haben willst. Aber so mega loose, weiß ich nicht. Der fällt auch hinten irgendwie komisch. Irgendwie hast du den unsauber abgeschnitten? Ist der überhaupt gerade abgeschnitten? Hinten, glaube ich, kürzer. Das Ding ist, an sich wollte ich heute wieder ein Fit machen mit dieser Hose. Deshalb trage ich die an sich auch schon. Mit der Hose und meinen Sambas wollte ich ein Fit abshooten, weil mir das ganz gut gefällt mit dieser Hose. Deshalb muss ich eh überlegen, wie ich meinen oberen Fit gestalte. Vielleicht lasse ich den einfach sogar so. Ich weiß nicht, ob das Sakko vielleicht zu big ist, man muss halt mal ausprobieren. Wenn man es richtig rüberbringt, finde ich es besser auf jeden Fall als den Hoodie. Dass wir in der Lakers Cap noch aussetzen. Auf Schoolboy. Nicht auf den Rapper, sondern auf uns. Auf einen Pullunder, Mann. Wird schon gehen, es sieht locker aus so. Das ist nichts Besonderes für den Effekt. Auf jeden Fall Leute, die das feiern würden. Wenn ich da so ein Fit mache und so stehe. Fuckboy Vibes. Spaß, Playboy Vibes. Wir sind keine Fuckboys, wir sind Playboys. Ja, die Sonnenbrille wertet halt alles auf. Ich sag dir, wie es ist. Die Sonnenbrille ist so krass. Das muss safe eine Pose sein. Wenn ihr wisst, wie ich gerade durch die Brille schaue. Er schielt einfach. Ahnen? Kann das natürlich erahnen. Oh, damn. So guckt er eigentlich die ganze Zeit.